Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mafia 1 auf dem PC. Wir machen natürlich weiter mit Freie Fahrt Extrem. Wir machen jetzt unsere vierte Mission. Und ich hoffe mal, dass ich heute ein bisschen mehr Fortschritt haben werde als in den letzten beiden Folgen. So drei Missionen in zwei Folgen finde ich nicht ganz so eine gute Ausbeute, aber gut, wir machen jetzt hier die vierte Mission, die ist nämlich hier. Und ich muss mal was gestehen, ich habe im Vorfeld schon mal nachgeguckt, wo wir hinfahren müssen, weil ich habe die Mission eben schon mal gestartet und es wird einem nicht angezeigt, wo man hinfahren soll. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, deswegen, ich glaube, da seid ihr mir auch nicht böse, weil das spart uns einfach nur unheimlich viel Zeit. Wir starten erstmal die Mission. Tauschte die drei Rennwagen auf den LKW in der korrekten Reihenfolge, um in diesem Hof ein Bonusauto zu erhalten. Ja, jetzt werden drei Orte angezeigt. Drei Orte werden angezeigt in 5 Sekunden und man muss die einfach jetzt finden. Gut, bei dem einen hat man es jetzt gesehen im Jail und das andere ist bei irgendeiner Brücke. Aber man weiß ja immer noch nicht, in welcher Reihenfolge man die tauschen muss. Und das finde ich dann immer ein bisschen, ja, würde ich schon sagen, unnötig. Ich meine, gut, egal, wenn man eine gute Map-Kenntnis hat, dann ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber die habe ich eben nicht. Und ich finde es halt auch ein bisschen inkonsequent, dass in manchen Missionen das einfach angezeigt wird, wo wir hinfahren sollen. Also ihr habt das ja auch, selbst wenn ihr es vorher noch nicht gesehen habt, hier Freie Fahrt Extrem, ihr habt ja in meinen beiden Folgen gesehen, dass wir auch mal Missionen hatten, wo es ganz genau vorgegeben wurde, wo wir hinzufahren haben. Und jetzt auf einmal heißt es, ja, hier hast du drei Orte in 5 Sekunden eingeblendet und viel Spaß beim Suchen. So, das finde ich immer ein bisschen so, warum? Ich verstehe es nicht. Ich meine, die Herausforderung ist doch trotzdem noch, dass man nicht weiß, welche Autos man genau in welcher Reihenfolge tauschen soll. Also hat man ja trotzdem noch eine Herausforderung. Auch wenn man weiß, wo die Autos sind. Aber da könnte man echt drüber heizen, ne? Aber ich glaube, ich lasse es mal. Ich will das Risiko jetzt hier nicht eingehen. Wir haben nämlich eigentlich genug Zeit. Vor allem, wenn man weiß, wo man welche Autos man also in welcher Reihenfolge man die tauschen muss, was ich ja jetzt, wie gesagt, nachgeschaut habe. Aber ja, das habe ich jetzt einfach mal so gemacht, Leute. Weil sonst hätten wir wieder in dieser Folge nur eine Mission geschafft. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass das noch 10 weitere Folgen hier werden. Weil ich, das ist ja eigentlich nur noch der Bonus. Die Story haben wir abgeschlossen und jetzt ist es eigentlich nur noch, ja, nur noch Bonus. Hier liegt übrigens immer noch Speedy Gonzales, der Arme. Ich glaube, ich habe so manchmal das Gefühl, dass hier die Charaktere, die man umbringt und die Autos, die man stehen lässt, einfach gar nicht gelöscht werden. Also, die bleiben einfach hier. Das ist, ich habe auch offscreen mal nachgeschaut. Ich habe mich ja immer gefragt, warum die Autos, die wir dazu gewonnen haben, nicht im Versteck gespeichert sind oder da abgestellt sind, besser gesagt. Und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, dass man die da selber abstellen muss. Also, dass da das Spiel stellt einen die da nicht ab. Man muss die da selber parken, die Autos, die man haben möchte. Und das habe ich jetzt auch offscreen mal gemacht. Ja, ich weiß, es ist ein Irrabin. Aber ich habe die da mal offscreen mal abgestellt, die Autos. Und ja, die ganzen Bonusautos können wir uns ja auch nochmal zusammen angucken, was da mittlerweile alles steht. So, das ist jetzt hier so das erste Auto. Das muss man mit diesem tauschen. Hältst du mal bitte an jetzt. Füße gucken einfach halb raus da. Egal. Auf jeden Fall müssen wir das mit dem tauschen. Hier ist wie gesagt der Ort. Falls ihr das auch mal machen wollt, das ist halt echt mies, dass es nicht angezeigt wird. Und ich glaube, das Fahrzeug, das haben wir schon mal, das sind wir schon mal gefahren. Das ist doch dieses Auto von diesem Europäer, oder? Hört ihr auch gleich am Sound. Ja, es kommt mir sehr vertraut vor. Ein sehr, sehr schönes Auto. Also allgemein die Mission an sich cool, dass man mit so viel Sportwagen hier rumfahren darf, aber ja, irgendwie. So, mal kurz hier abstellen. Müsste passen. Nicht ganz, könnte man gerade einparken, aber ich hoffe, das Spiel nimmt mir das jetzt nicht allzu übel und das zählt trotzdem. Wenn nicht, kannst du was erleben, Spiel, aber auf jeden Fall so. Der nächste Ort ist ja, das hat man ja schon gesehen, das ist bei einer Brücke. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, welche Brücke gemeint ist. Jetzt muss ich das natürlich anwenden, was ich hier gelernt habe in den... Eigentlich können wir ja auch rüber. Jetzt fahre ich komplett... so muss ich... Ich darf natürlich auch nicht zu viel Zeit verplempern, auch wenn ich weiß, wo ich hin muss. Und auch wenn ich weiß, welche Autos ich wie tauschen muss. Trotzdem muss es ja nicht sein. Das ist nämlich die Brücke da ganz unten links. Seht ihr sie? Da müssen wir hin. Na komm, wir müssen durch. Fahren wir einfach so.
Wir haben ja Sportwagen hier. Das dauert ja nicht allzu lange. Ja, warte mal, ich muss nicht rein. Ja, wir können noch mal ein bisschen über die letzte Folge plaudern. Denn da haben wir ja zwei Missionen geschafft. Das war ja einmal die Mission mit Speedy Gonzales. Den haben wir vorhin gesehen da auf der Brücke. Den haben wir umgebracht. Und dann haben wir noch diese Mission mit diesem LKW gemacht, der nicht unter 37 Meilen pro Stunde, ja, rutschen durfte, sinken durfte in der Geschwindigkeit. Sonst ist er nämlich explodiert und das ist einige Male passiert in der Folge. Also, ja, das war nicht ganz so nett, die Mission, aber da habe ich mir auch dann einfach mal angeguckt, wie man, ja, zu fahren hat. Und dann ging es ja eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gerade richtig fahre. Ich weiß nur, dass das hier unter dieser Brücke ist. Das sollte ich aber eigentlich finden. Warte ich jetzt hier rein? Nee. Okay, dann war es hier hinten. Dann hier irgendwo rein oder so. Ich glaube, es war richtig mies versteckt. Also da musst du auch erstmal drauf kommen. Auch wenn du weißt, dass es bei einer Brücke ist, musst du ja trotzdem erstmal ein bisschen suchen. Ja, das ist der Ort. Hier und dann ganz fies hier hinten vorbei. Das sollst du erstmal finden. Ja, und dann hier nehme ich so ein LKW. Und da, es ist ja echt, also das ist ja Wahnsinn. Den sollst du erstmal finden. So. Den müssen wir jetzt mit dem tauschen. Ich zeige euch noch einmal auf der Karte, wo sich das befindet. So, hier. Ja, da müssen wir hoch. Das wird auch nicht weniger langsam sein. Das wird auch ein richtig schnelles Gefährt sein. Da gehe ich mal fest von aus jetzt. Diese Sounds, ne? Diese Sounds. Das ist Musik in meinen Ohren. Oh, jetzt wollen wir uns aber nicht... Wir haben noch viel Zeit, aber... Wir müssen es nicht drauf ankommen lassen. Und ich versuche möglichst gerade da oben zu parken, weil es könnte ja auch sein, dass das Spiel einem das übel nimmt. Und dann sagt, ey, du bist da aber nicht gerade. Du stehst aber nicht gerade. So geht das aber nicht. Da kann man jetzt nicht so wirklich... Hallo? Okay. So kann man natürlich auch aussteigen. Es ist fantastisch. Und jetzt müssen wir natürlich nur wieder zurück zu dem Anfangsort. Den wir uns natürlich alle gemerkt haben. Naja, den habe ich im Kopf, weil ich musste ja erstmal gucken, wie ich überhaupt herkomme. Oh. So, da können wir jetzt eigentlich auf die Brücke fahren. Ja, und dann fahren wir einfach wieder zurück. Also, das sollte jetzt das geringste Problem sein. Wir haben auch noch gut Zeit damit übrig. Aber ich will es trotzdem nicht knapp werden. Wobei, so knapp ist es ist nicht so viel, ist gar nicht mehr. Man müssen ja auch noch dran denken, dass wir da auch noch hochfahren. Also müssen ja auch noch das Auto hier auch noch auf den LKW fahren. Müssen wir da nicht das andere eigentlich auch nochmal zurückchangen? Weiter habe ich da jetzt eigentlich nicht mehr geguckt in dem Video, was ich mir angeschaut habe. Das wäre jetzt natürlich der absolute Wahnsinn. Aber ich hoffe mal, dass es das dann gewesen ist. Also, dass wir das jetzt einmal tauschen. Und... Das war jetzt komplett dumm. Nee, warte. Das geht nicht. Am besten fahren wir da oben rüber. Über die Brücke. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt das Ende ist. Weil Zeit damit wird auch schon knapp. Ich finde, ich habe mir gar nicht so viel Zeit gelassen. Vor allem, ich wusste ja direkt, wo ich hin muss. Kannst natürlich hier noch da ein bisschen besser fahren. Ja, klar. Aber ich finde, so viel verkehrt habe ich jetzt nicht gemacht. Das müsste jetzt eigentlich der letzte Tausch sein, würde ich sagen. Und dann kriegen wir vielleicht das Auto, was wir dann da... Wobei, warte mal, wir haben das eine Auto mitgenommen. Nee, passt schon. Passt doch. Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch ein anderes Auto jetzt. Aber stimmt ja gar nicht. Wir haben ja das eine Auto, was auf dem LKW am Anfang war, haben wir ja mitgenommen. Also ist da jetzt keins mehr. Das heißt, wir müssen einfach nur noch das Auto jetzt dahin bringen. Ich muss jetzt hier rein, verdammt nochmal. Aus dem Weg. Ja, es ist, tut mir leid, aber ich muss jetzt hier langsam mal ein bisschen Gas geben. Sonst, wenn jetzt, ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen, weil das muss halt wirklich nicht sein, weil das ist halt nur so ein Abgefahren von irgendwelchen Zielorten. Und eine wirkliche Challenge ist das hier jetzt auch nicht. Gut, die Challenge ist, dass man nicht weiß, wo man hin muss. Das habe ich mir jetzt ein bisschen genommen so, aber es ist ja nur, damit wir in der Folge auch ein bisschen produktiver sind. Ich meine es ja nur gut mit euch, dass ich nicht immer die ganze Zeit an einer Mission hänge. Weil das kann gut und gerne mal passieren.
Weil die Missionen sind eigentlich teilweise gar nicht so schwer, aber man muss erstmal rausfinden, rauskriegen, was man genau machen muss und wo man genau hin muss. Aber wenn man sie einmal gemacht hat, dann ist es echt kein Thema mehr. Shit, das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber nicht gut! Oh, 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 jetzt bitte gerade rauf, drauf, gerade rauf, da, gerade rauf, da. Nein. Nein. Okay. Glückwunsch, Bonusauto erhalten. Meine Güte, da habe ich es ja nochmal spannend gemacht. Ist das das Bonusauto? Da konnte ich nämlich in meiner vorherigen Aufnahme nicht einsteigen. Das wird es wahrscheinlich sein hier, ne? Ja. Das ist das Bonusauto. Da steht auch B6. Das ist wahrscheinlich Bonus 6, oder? Okay, interessantes Auto. Dann würde ich sagen, ich fahre mal eben zum Versteck. Dann kann ich euch ja einmal kurz zeigen, wie ich mir das da alles mittlerweile eingerichtet habe. Und dann machen wir natürlich noch eine weitere Mission. Bis gleich, Leute. Okay, da sind wir wieder. Fahren wir mal rein. Und dann seht ihr schon, dass ich hier ja so ein paar Autos mittlerweile geparkt habe. Ich habe sogar das eine Auto genommen, was wir bei der Bombenmission bekommen haben. Also nicht... Nicht die Bombenmission mit dem LKW, by the way, den LKW habe ich mir auch mal mitgenommen. Ich wusste jetzt nicht, ob das ein einzigartiges Fahrzeug ist oder nicht. Aber ich habe mir den auch einfach mal mitgehen lassen. Ja genau, und das Auto hatten wir ja bekommen damals, als wir diese ganzen Bomben entschärfen sollten, wo wir zu dem einen und vom einen zum anderen Ort gehetzt wurden. Das habe ich mir auch mal mitgenommen. Und ja, ich finde, es macht doch schon was her hier, oder? Und ich finde das Detail hier bei dem Flower Power Bus ziemlich cool. Dass da... Und ich muss einmal kurz... Das habe ich gar nicht, habe ich noch gar nicht angesprochen. Da kommt einfach Rauch raus. Und ich glaube nicht, dass das der Auspuffrauch ist. Wenn man mal so guckt. Kleines nettes Detail von den Entwicklern auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich fülle noch einmal die Energie auf. Die kann man sich hier immer wieder auffüllen am Verbandskasten. Der verbraucht sich auch nicht. Und dann können wir einmal speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei einer weiteren Mission. Bis gleich. Okay, hier ist die fünfte Mission. Und mir schwant schon wieder Böses, wenn ich diesen Laster da sehe. Also, ja, mal gucken, was die Entwickler jetzt wieder mit mir vorhaben. Bring diesen Wagen an den zugewiesenen Platz, aber sei vorsichtig, der Wagen ist Nitroglycerin beladen und explodiert beim ersten Zusammenstoß. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal, wird uns angegeben, wo wir hin müssen. Das ist doch schon mal nice. Aber er ist Nitroglycerin geladen. Beladen. Ja, beladen natürlich. Warum, weiß man jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil wir das irgendwo ausliefern sollen. Die Frage ist, was wollt ihr damit machen? Keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, schon mal komplett falsch gefahren, oder? Ich versuche es trotzdem erstmal so hinzubekommen. Schauen mal, also... Vielleicht müssen wir auch unten irgendwo lang. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht sollen wir mal unten lang fahren? Ich weiß nicht. Nee, aber das zeigt mir auch eher so mittig an. Das heißt eigentlich eher so... Ja, eher so... Oberhalb jetzt. Ja. Aber ich kann ja jetzt hier so rechts fahren und dann nach rechts. Das würde ja gehen. Ich muss jetzt nur wirklich aufpassen, dass ich hier nirgendwo crashe, weil da, ich glaube, bei der kleinsten Berührung explodiert er, wie es ja auch da steht. Und ich glaube, da ist die Toleranzen nicht so hoch. Also wahrscheinlich gar nicht vorhanden, wenn das da schon so eine Mission jetzt ist. Also wahrscheinlich reicht schon eine Laterne, um mich zu töten, und ich will mich in einem Spiel wie Mafia eigentlich ungern von der Laterne töten lassen. Ich denke mal, das versteht hier jeder von euch. Als wenn dann lieber von einem Auto oder sowas, aber doch nicht von der Laterne. Oh Mann, der ist aber auch immer wieder schrecklich. Aber das ist zum Beispiel so eine Mission, die kann man noch easy peasy jetzt einfach mal machen, ne? Da... Und Speedy Gonzales. Kann nicht mal jemand den Speedy Gonzales da wegräumen? Das ist ja wohl ekelhaft. Oder die Maden soll man sich mal ein bisschen beeilen hier, weil das geht ja langsam nicht mehr. So, ja. Das Ding ist, ich muss rasen, aber muss auch aufpassen. Das ist irgendwie so ein bisschen... Das einzige Gute ist, dass hier keine Polizei unterwegs ist. In diesem Modus. Das ist natürlich ziemlich nice, aber...
Warte, jetzt bin ich komplett raus. Muss ich lang? Na komm, lass mal über die Brücke da fahren. Ich denke mal, das ist am besten. Könnte aber auch sein, dass das Zeitlimit jetzt nicht ausreicht. Dann muss ich gleich auf jeden Fall mal anders fahren. Aber ich denke, ich würde das dann ein bisschen schneiden, weil... Ah, ich weiß nicht, es ist auch schon wieder nur so ein von A nach B Gefahre. Und ich würde gerne vielleicht, wenn es geht, noch eine weitere Mission machen. Ich will mich jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen oder so. Vielleicht schaffe ich ja wirklich nur diese beiden. Wobei das ja auch schon okay wäre, aber... So drei Missionen pro Folge wäre natürlich noch mal eine Ecke besser. Das ist übrigens hier so ein Ort, da wurde mir erzählt, dass man hier so Bonusauto bekommen kann. Wenn man auf dieses Häuschen da schießt, wenn es blinkt, dann kriegt man irgendwie so ein Special-Fahrzeug. Das werden wir, denke ich mal, auch nochmal machen. Vielleicht auch erst am Ende von Freeride Extreme. Ich weiß nicht, und jetzt ist die Zeit schon am Ticken. Ja, Leute, was ist denn das? Ich muss da... Was soll ich machen? Ich kann jetzt natürlich vielleicht mal hier oben fahren. Jetzt muss ich völlig risky sein, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich bin halt von Anfang an schlecht gefahren und das hätte ich nicht machen dürfen. Das heißt, wir sehen uns jetzt einfach gleich wieder, wenn ich ungefähr wieder da bin, wo ich jetzt bin. Weil das müssen wir nicht nochmal alles neu machen. Vielleicht schaffe ich es jetzt sogar noch, aber ich meine, wir haben noch 30 Sekunden so circa. Ich kann mir das jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich da jetzt noch in der vorgegebenen Zeit sein werde. Wir können noch einmal die Explosion mitnehmen. Wobei, eigentlich dürfte das nicht explodieren. Weil... Wir sind nicht gecrashed und warum sollte das explodieren, wenn der Time auf 0 geht? Fakt ist auf jeden Fall, es ist knapp. Es ist eine knappe Geschichte. Ich hätte es schaffen können, wirklich. Mal gucken, ob es bumm macht. Nee, es ist einfach vorbei. Gut, Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich wieder fast da bin. Und dann liefern wir den mal eben ab und dann, ja, machen wir vielleicht sogar noch eine Mission. Bis gleich. Okay, ich nehme euch jetzt mal mit. Ich bin fast da. Ich denke, ich habe mehr Zeit als vorhin. Aber... Sag mal. Ging das? Das hat auf jeden Fall nicht bumm gemacht. Das ist okay. Dann... Und jetzt ist schon wieder der Timer schon wieder so knapp. Das gibt's doch gar nicht. Komm, Mülleimer wird er wohl jetzt mal... Da muss er auf jeden Fall jetzt. Das muss er aushalten. Sag mal, wie soll ich denn das schaffen? Das ist ja so verdammt eng. Ich bin jetzt... Diesmal bin ich oben lang gefahren direkt. Und eigentlich dachte ich jetzt, dass ich hier wesentlich entspannter fahren kann. Oder halt jetzt wesentlich entspannter hier ins Ziel fahre. Hat jetzt nicht so geklappt. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt mehr Zeit habe als vorhin. Also, ich habe das Gefühl, ich bin genau gleich schnell. Das ist ja richtig lächerlich. Wie soll ich das denn machen? Ich meine... Oha. Ja, jetzt musste ich mal ein bisschen Risiko gehen, weil... Das ist ja absolute Wahnsinn hier. Was ist denn das für ein Zeitlimit? Wie soll man das denn machen? Ja gut, das habe ich bis jetzt immer gesagt, aber... Oh, shit, Mann. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Fast da. Da ist es doch schon. Nein! Wir sehen uns gleich wieder. Ich versuche es nochmal. Okay, Leute. Die letzte Minute ist wieder angebrochen. Ich habe diesmal versucht, ein bisschen... aggressiver zu fahren. So auch nicht das Risiko zu scheuen, mal mit einem Auto zu kollidieren. Aber ich habe auch festgestellt, dass man wirklich explodiert, wenn man zum Beispiel frontal crasht. Ich habe aber auch herausgefunden, dass man auch so ein bisschen an der Seite ruhig mal einen kleinen Crash haben darf. Ich muss jetzt wirklich aggressiv hier sein und auch wirklich das Risiko gehen, weil sonst schaffen wir das nicht. Das war ja eben schon verdammt knapp, muss man ja sagen. Diesmal könnte es halt was werden, aber es ist halt auch echt die Frage, ob das Zeit damit jetzt reicht. Ich meine, es ist fast geschafft. Dahinter ist es ja schon fast. Ich glaube, das soll auch wirklich zu knapp sein, das Limit. Wo ist es da? Ja, bam. Geschafft. Also, ja. Junge. Das war mal ein verdammt knappes Zeitlimit. Aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Kriegen wir wieder ein Taxi, oder? Masseur. Okay, wieso heißt der so? Mal eine kleine Runde. Ich fahre das dann gleich mal ins Speicherhäuschen, dann nehme ich euch aber nicht mit. Wir sehen uns dann gleich einfach bei der nächsten Mission, würde ich sagen. Ja, die Beschleunigung lässt sich doch sehen, oder? Ja, ist okay. Kann man mitleben mit dem Auto. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Mission. So, Leute, hier haben wir unsere sechste Mission. Und ich glaube, wir kriegen wieder ein Fahrzeug gestellt, was ich schon mal grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht finde. Ist besser als das, was ich hier mitgenommen habe.
Mal gucken, was wir machen sollen. Bring diesen Wagen an den zugewiesenen Platz. Okay, er wird angezeigt, der Ort. Und wir haben kein Zeitlimit. Wir haben kein Zeitlimit. Okay. Und wo ist jetzt die Schwierigkeit? Kommt die vielleicht noch, wenn wir da sind? Also wir spielen jetzt erstmal so mit. Wir haben kein Zeitlimit. Das heißt, wir brauchen uns nicht zu beeilen. Wir brauchen uns nicht abzuhetzen. Von daher gehe ich das jetzt erstmal ganz entspannt an. Das muss man halt auch mal haben, so eine Mission, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass das die letzte Mission in dieser Folge sein wird. Das 3 Missionen finde ich auch echt in Ordnung. Ist ein guter Fortschritt. Und dann ist die Folge auch nicht zu überladen mit Missionen, dass man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Und wenn ich sie so knackig unter 30 Minuten halten kann, dann ist das doch auch eine gute Sache, finde ich. Weil ich habe viel zu oft mehr als 30-minütige Folgen gemacht in diesem Projekt. Gut, es ließ sich auch nicht vermeiden, weil Mafia ist halt einfach so ein Spiel, da kannst du manchmal nach 20 Minuten nicht sagen, das war's, weil die Mission halt einfach noch läuft und teilweise waren die Missionen noch länger... Was? What? Hä? Ich glaube, das Benzin war alle. Hä? Aber was? Wie soll ich denn da überhaupt hinkommen? Ich war noch nicht mal... Was? Muss man da mit so mit dem minimalen Aufwand maximal weit kommen? Oder wie ist das? Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Sag mal... Vielleicht müssen wir bei Betone vorbeischauen, aber... Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich dachte gerade, hä, wo ist die Schwierigkeit? Da ist sie auf jeden Fall. Wenn das jetzt so... Wenn das jetzt so gewollt war und das kein Fehler oder so war, dann ist das echt eine Schwierigkeit. Oh ja, die Tanknadel, die geht mega schnell runter. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn machen? Ich meine, ich kann mir so ein LKW suchen und das Auto draufladen, aber ich weiß auch nicht, ob es dann so hält und ob das auch so gewollt ist. Sonst muss ich mir gleich einmal reinziehen, was wir hier machen sollen, weil sonst hänge ich hier wieder eine halbe Stunde an dieser Mission, was ich eigentlich nicht machen möchte. Weil das... Ihr seht schon, die Tanknadel geht... Moment mal. Ja. Ja... Ja, ich muss da kurz ran. Mal kurz. Halt an, bevor es leer ist. Hallo, ich möchte einmal tanken. Kann ich hier tanken? Geht das? Ich weiß nicht. Wäre jetzt für mich das Naheliegendste, dass ich irgendwo tanken muss. Ja, der Tank ist leer. Ja, und jetzt? Kann mich einer abschleppen hier, oder? Nee. Okay. Ja, Leute, dann, ich guck mir einmal an, was man machen soll. Da wird es wahrscheinlich irgendeinen Trick geben. Bevor ich jetzt hier ewig lange weitersuche. Und dann sehen wir uns gleich einfach nochmal wieder, wenn ich einen Plan habe, was wir machen sollen. Bis gleich. Okay, Leute. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, was man machen soll. Und man muss tatsächlich das Auto auftanken. Also ich hatte eigentlich schon die richtige Idee, aber ich habe mich nicht richtig positioniert, um das machen zu können. Und ja, der Trick ist eigentlich, dass man versucht, das Auto so viel wie möglich rollen zu lassen, weil dann verbraucht man eben keinen Sprit. Ich habe jetzt aber auch rausgefunden, ich habe es schon mal so ein bisschen getestet, also ich habe mir schon mal so eine Route jetzt zurecht gereimt, wie es funktionieren könnte. Und wie es auch funktioniert, also ich hätte auch ins Ziel fahren können, aber es war ja für mich nur mal so ein Test, um mal mir eine Route zurechtzusuchen. Das sollte natürlich nicht passieren. Das kostet mich richtig Sprit jetzt hier. Wieder. Am Anfang ist noch nicht so schlimm, ich würde sagen, bis zur ersten Tankstelle muss man noch gar nicht so sehr auf seinen... Ja, auf seinen Benzin... Auf den Benzinstand achten. Erst nach der ersten Tankstelle wird das relevant und da muss man auch wirklich rollen, weil sonst schafft man das nicht bis zur nächsten. Hier ist aber noch nicht so wichtig. Ich freue jetzt trotzdem mal so ein bisschen, weil ich hatte ja diesen Unfall gerade. Diesen Dreher, der war ja ziemlich unnötig.
Und der hat natürlich auch wieder Benzin gekostet, sonst hätte ich das gar nicht machen müssen hier. Aber da vorne ist schon die erste Tankstelle. Die werden glücklicherweise auch immer angezeigt hier. Sieht man ja immer da. So, stellt man sich hier so daneben, dann kann man Rechtsklick machen. Man sieht da links unten das Ausrufezeichen. Und dann kann man hier auf Volltanken gehen. Oder auftanken. Volltanken bitte. Volltanken bitte. Das dauert jetzt aber leider auch immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, wo er das da reinsteckt, aber irgendwo hat er da wohl eine Lücke gefunden, wo er das auffüllen kann, da den Tank. Aber gut, der kennt sich bestimmt besser aus damit als ich. So, und wenn man weiß, wo man hinfahren muss, dann ist das auch gar nicht so schwer. Aber es ist ja meistens so in diesen Missionen. So, jetzt bin ich immer so gefahren. Eben in meinem Testlauf, wie gesagt, ich hätte auch ins Ziel fahren können. Ich hätte es geschafft. Ich fahre jetzt mal einfach exakt genauso wie vorhin auch. Versuchen wir es. Hier muss man jetzt wirklich schon mal so ein bisschen gucken. Weil hier darf man nicht so viel Benzin opfern. Das darf nicht passieren. Aber wir müssen jetzt bis... Seht ihr da auf Central Island, über Central Island, da über der Schrift? Da links, weiter links ist, links oben da quasi ist, ist die nächste Tankstelle. Das heißt, wir müssen jetzt über die Brücke fahren und dann noch ein bisschen weiter. Bis dahin müssen wir kommen. Das ist gar nicht so einfach. Was man natürlich vermeiden sollte, sind so, ja, Zusammenstöße mit anderen Autos. Bremst einen unnötigerweise ab, man muss wieder beschleunigen, das kostet wieder Sprit. Ja, sonst enden wir so wie Speedy Gonzales und bleiben einfach hier liegen, auf der Straße. Nur das mit dem Unterschied, dass wir im Auto sitzen und er tot ist und auf dem Boden liegt. Aber im Endeffekt teilen wir dann das gleiche Schicksal, so in etwa. Ja, hier ist ganz entspannt, hier kann man, hier können wir uns jetzt schön runterrollen lassen, da können wir auch gut einen guten Speed aufnehmen dann wieder. Hier brauche ich jetzt überhaupt nicht zu beschleunigen, wäre völlig unnötig jetzt. Ich muss jetzt gleich sowieso abbremsen deswegen, weil ich gar nicht so um die Kurve komme. Versuchen wir mal so viel Speed wie möglich noch zu erhalten, damit wir jetzt hier nochmal um die Kurve kommen, so. Und jetzt sind wir auch schon fast bei der zweiten Tankstelle. Wichtig ist immer, dass ihr euch richtig ausrichtet, weil das ist mir vorhin in meinem Testlauf vor dem erfolgreichen Testlauf passiert. Ich mich hier falsch hingestellt habe und ich dachte die ganze Zeit, hä, wie muss ich mich dann positionieren? Man muss, so muss man dahin, so muss man zur Tankstelle zeigen. So, ihr müsst nicht genau daneben stehen, ihr werdet gleich sehen, ich werde dahin gebeamt einfach. Ja, das darf sein. Voll tanken, bitte. Und dann läuft das auch, also das ist jetzt die vorletzte Tankstelle. Ich muss ehrlich sagen, die dritte Tankstelle zu erreichen fand ich wesentlich leichter als die zweite zu erreichen. Wobei das jetzt hier auch kein Problem war. Ich hätte mir nicht mehr viel erlauben können, aber es war noch so in Ordnung. So ein bisschen Toleranz hat das Ganze dann auch. Eben auch mit dem Dreher. Sehr gut, danke. Ein bisschen hat es. Es hat ja eben trotzdem gereicht, trotz des Drehers. Ich weiß. Da bin ich auch stolz drauf. Sag ich ganz ehrlich. So, wie gesagt, die zweite, dritte zu erreichen ist wesentlich leichter. Das sollte nicht das Problem darstellen. Aber dann ins Ziel zu kommen, das kann ein bisschen knapp werden. Das habe ich eben festgestellt. Das war nicht... Da musste ich kämpfen, aber es hätte trotzdem gereicht. Also es wäre wahrscheinlich ein Fotofinish geworden, aber... Ja, es hat gereicht. So, ich versuche mal ein bisschen zu rollen. Wahrscheinlich reicht es noch nicht, hier den Hügel darunter zu rollen. Aber wie gesagt, wir schaffen das auch so. Jetzt gleich kommt es drauf an, nach der Tankstelle. Aber ich versuche trotzdem im Flow zu bleiben, nicht unnötigerweise aufs Gas zu gehen, wenn es nicht sein muss. Sollen wir da rechts rein oder? Nö, dann fahre ich hier rechts rein. Und wie ihr seht das, also da hätte ich auch weiter normal Gas geben können, wir hätten das noch erreicht, da die Tankstelle. So, die Service Station hier, die müssen wir nehmen. Mein Gott, Vorsicht! Ich weiß. So. Volltanken bitte. Guten Tag, was darf sein? Volltanken bitte. Ich würde es gerne überspringen.
Geht aber nicht. Glaube ich zumindest. Ich habe jetzt noch keine Taste entdeckt, die das machen könnte. Aber egal. Kurze Verschnaufspause. Gut, Mister. Ist vollgetankt. Sehr gut. Danke. Danke, danke. So, jetzt fahre ich so wie vorhin, würde ich sagen. Und das war einmal hier so rum. Und dann, ja, müssen wir jetzt einfach nur ins Ziel kommen. Denn jetzt da hinten ist der Zielort. Ihr seht jetzt auch schon, da ist er. Ja, da müssen wir jetzt einfach nur noch hinkommen mit unserem verbleibenden Benzinstand. Ganz in Ruhe auspendeln lassen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, den immer maximal auspendeln zu lassen oder ob man ab einer bestimmten Geschwindigkeit einfach aufs Gas gehen sollte, weil man dann weniger verbraucht, als wenn man wieder komplett neu beschleunigen muss. Ich weiß das nicht. Dafür kenne ich das Spiel einfach nicht gut genug. Aber so lange es klappt, ist das doch eigentlich in Ordnung, würde ich sagen. So, ein bisschen aufs Gas gehen. Jetzt ist ungefähr die Hälfte weg. Ein bisschen weniger als die Hälfte, was sehr gut ist, finde ich. Ich habe jetzt leider gerade nicht drauf geachtet, wie viel ich hatte. Sonst hätte ich mich ja vielleicht schon mal so ein bisschen orientieren können an dem vorherigen Versuch, dass ich sagen kann, oh ja, eben war ich schlechter, das heißt, jetzt wird es noch einfacher. Oder ich bin jetzt schlechter, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich bin ungefähr gleich. Das kostet natürlich gleich auch nochmal Sprit, da nochmal hochzukommen. Den Hügel hier. Aber wir sind ja fast da, also. Die Frage ist, wenn der Benzinstand leer ist und man noch rollt, ob das dann noch zählt oder ob der dann gleich sagt, nee, das war's. Aber ist ja auch völlig egal. Wir biegen da jetzt einfach rein. Vielleicht müssen wir ja gar nicht mehr aufs Gas gehen. Das würde ich jetzt gerne einmal probieren. Nee, wir müssen sogar auf die Bremse steigen. Aber. Nee, das reicht. Easy. Glückwunsch, Bonusauto erhalten. Und wieder ein Taxi, es ist einfach... Die wollen ihm das aber auch unter die Nase reiben hier, die Entwickler, ne? Das Leben als Taxifahrer ist gar nicht so schlecht. Das ist die Botschaft dieses Spiels. Der Speedy 4 WD. Das ist so schön, es tut so gut, jetzt nicht mehr auf den Benzinstand zu achten. Ja Leute, ich würde aber mal sagen, dann sehen wir uns gleich nochmal im Versteck. Ich packe das Auto natürlich und dann schauen wir uns mal an, was wir da mittlerweile für eine kleine Sammlung aufgebaut haben. Und ja, bis gleich nochmal. Ach, endlich wieder zu Hause. Zu Hause ist doch immer noch am schönsten, oder Leute? So, ach, unsere schöne Sammlung. Ich parke jetzt hier rechts erstmal unsere Special-Fahrzeuge und hier links vielleicht die nicht so Special-mäßigen. Ich weiß ja nicht, ob die Special sind. Ich habe sie einfach hier hingestellt. Den LKW hätte ich auch vorhin bekommen können, bei der anderen einen Mission da. Also so selten scheint er jetzt nicht zu sein. Und wenn es wirklich Platzprobleme geben sollte, werde ich den ja auch wegstellen. So. Ja, sukzessive bauen wir uns hier langsam unsere kleine, aber feine Sammlung auf. Und ich finde auch die Farbwahl ziemlich schön, weil sie sehr unterschiedlich ist. Also gut, der Hippiewagen ist natürlich hier, überstrahlt natürlich alles in seiner Farbvielfalt, aber... Auch sonst rot, weiß, hier schwarz, blau, nochmal blauer mit rot. Hier noch ein Totenschädel drauf. Und dann hast du halt diese Autos. Ich weiß nicht, das hier ist wahrscheinlich so ein Allerweltsauto, oder? Was ist das überhaupt für einer? Ein Thor 812, wobei ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Also, den haben wir auch in der Mission gestellt bekommen. Also, ich kann mir vorstellen, dass der auch irgendwie limitiert ist. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Naja, wie dem auch sei, wir füllen nochmal eben unser Leben auf und dann speichern wir nochmal ab. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Beim nächsten Mal machen wir natürlich weiter. Ich hoffe, dann schaffe ich auch wieder 3 Missionen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei wärt. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng!